Hallo, einen schönen Nachmittag. Jetzt ist es gleich 5. Ich war vorher in München auf Besuch und der Tag ist eigentlich gelaufen. Ich will euch aber zeigen, gestern habe ich ein bisschen weitergemacht am Iltis. Dann möchte ich einen kurzen Biertest machen. Gestern im Aldi mitgenommen und gerade eben ist ein Päckchen gekommen. Das packen wir auch noch aus. Also machen wir wieder 3 Fliegen mit einer Klappe. Aber als erstes schauen wir uns an, was ich gestern am Iltis gemacht habe. Als erstes habe ich ihn wieder aufgebockt, weil ich habe einen Reifen rauf gemacht, weil ich ihn bewegt habe. Und gestern habe ich dieses Blech gebogen, wieder schöne Schablone gemacht mit einem Pizzakarton, hinten schon grundiert. Und es soll hier platziert werden. Da kommt es rein. Da wird es reingeschweißt. Und dann bin ich auch schon fast durch auf der Seite. Ja, gestern gemacht. Heute habe ich keine Lust mehr. Da muss ich den Unterbodenschutz wegmachen mit der rotierenden Drahtbürste. Da habe ich halt keinen Bock mehr drauf. Ist mir zu kalt. Warte ich noch ein bisschen. Und jetzt machen wir weiter mit dem Biertest. Der ist auch interessant, glaube ich. Das Bier kenne ich nämlich noch nicht. Um 5 Uhr Nachmittag kann man sich schon mal so ein 0,3er Bierchen aufmachen. Das nennt sich Estrella Galicia. Gebraut in Galicien, Spanien. Provinz in Spanien. 0,3, 0,33 und hat 5% Alkohol. Ist eisgekühlt, kommt aus dem Kühlschrank. Schauen wir, ob wir noch was rauskriegen können. Hopfen, Hopfenextrakt, Wasser, Gerstenmalz, Mais ist auch dabei. Also die Spanier hauen da Malz rein wie die Amis. Die Familienbrauerei gibt es seit 1906, also auch schon uralte Brauerei, Traditionsbrauerei. Ich erlaube mir aus der Dose zum Trinken, weil wegen 0,3er Glaseldreckern mache, das bringt es wirklich nicht. Prost! Nicht zu süß, nicht zu bitter. Gerade habe ich so einen ganz leichten Nachgeschmack gehabt, ob ich den identifizieren kann. Schauen wir mal. Ist recht herb. Geht schon fast wieder ein bisschen in Richtung Pils, das Bier. Mit 5,5% auch nicht zu schwach. Ich trinke gern Bier aus Dosen, muss ich sagen. Gleich nach der Glasflasche kommt die Dose, Plastikflaschen verabscheue ich. Gar nicht so übel. Ich überlege gerade, mit was ich es vergleichen kann. Fast mit dem, letzten Biertest, wo ich da gehabt habe, das... Was war jetzt das gleich für eins? Muss ich gleich überlegen, wo ich die 2,5 gekriegt habe. Also auf jeden Fall relativ bitter, relativ herb, kalt, kann man trinken. Ich weiß gar nicht, was ich zahlt habe, ich glaube 99 Cent oder so. Wollte ich probieren, habe noch 2 mitgenommen, 2 andere, die testen wir das nächste Mal. So, kann man sagen, Daumen hoch. Für Bier aus Spanien ganz ordentlich. Und jetzt machen wir das Unboxing. Das Päckchen kommt vom Laurenz. Danke schon mal vorab, obwohl ich noch nicht reingeschaut habe. Vorsicht, zerbrechlich steht drauf. So, schauen wir mal rein. Ich sehe es ja schon, was es ist.
ein echtes Zeitreisepäckchen. Da füllen wir auch gleich mal rein. Das müsst ihr euch anschauen. Erst einmal einen Schluck trinken. Das ist gut. Jetzt schaut's. Ihr kennt da meine Reihe, die Düfte unserer Väter und Großväter. Und da sind etliche drin. A Sir 4711 Kanada Cedar Lotion. A Sir Kanada Cedar Hair Tonic. Da weiß ich nicht, ob ich so mutig bin, die mir herzunehmen. A Irish Mousse Seife. Ist noch drin. Ein Tabak Original Bartwachs. Ein Kanada Cedar Aftershave Lotion. Eine Campaca von Sir. Noch nie gehört. Ist mir neu. Ein Päckchen Rasierklingen. Sehr alt. Schauen wir mal, ob wir die aufmachen. Fast zu schade. Und jetzt, da haben wir noch eine Sir Irish Mousse Seife. Ganz schwer aus den 70er Jahren, das Päckchen. Hier haben wir noch so eine Geschenkbox. Und da ist das komplette Sortiment drin. Muss ich fast rausholen. Da hat jemand einen alten Friseurladen geplündert. Oder Opas Rasierschrank. Eine komplette Kollektion. Duschgel, Eau de Cologne, Seife, Aftershave und das dürfte FCKW-freier, hat es damals schon gegeben, Deo-Spray. Das ist doch ein Weihnachtsgeschenk, das man am Opa gemacht hat früher oder am Vater. Und noch was ist drin? So ein kleines Leder jetzt wieder, schauen wir jetzt auch noch rein. Aber das mache ich jetzt erst auf, brauche ich handfrei. Wie cool ist das? Ich habe es jetzt aufgemacht, dachte ich, Salz und Pfeffer, eine Salz und Pfefferbox. Ah, das ist bloß eine Belüftung, damit da nichts das Gammeln anfängt. Da ist ein Spiegel drin. Also das ist ein Reise-Rasierset. Hier haben wir einen kleinen Rasierpinsel, Reiserasierpinsel. Passt natürlich auch ein größerer rein. Und das ist leer, da kann man vielleicht so einen zerlegbaren Rasierer reintun oder aber so eine Palmolive Rasierseife, die gab es so rund in dem Format und den Rasierer noch dazu packen, so ein Rasierhobel, da habe ich etliche kleine, die wo da reinpassen. Sowas hatte James Bond in den 60ern dabei, wenn er auf die Bahamas geflogen ist. Ich sage danke, Laurenz. Echte Zeitreise. Ich weiß, ich stehe auf sowas, wenn ich einen Playboy von 1976 oder 78 durchschaue, ist genau für die Produkte die Werbung drin. Finde ich klasse. Das eine oder andere werde ich mal noch direkt testen, wie es noch riecht. Gibt vielleicht mal ein Filmchen. Wie riecht ein Sir Irish Mousse Canadian Cedar Haarwasser nach 50 Jahren? Mehr wie interessant. Es sind sogar zwei Päckchen drin, also kann man eins verwenden, eins aufheben, eins verwenden. Ich sage danke, Laurenz. Trinke jetzt noch einen Schluck von meinem Estrella Galicia. Prost und schönen Feierabend wünsche ich euch. Und möge das Wetter diese Woche besser werden. Es ist zum Kotzen, nichts kannst du machen. Ciao und Servus.